kratzt sie da irgendwie. So. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, was im Teamspeak hier eingestellt ist. So, jetzt dürftet ihr mich auch hören. Wieso sagt mir dann kein Schwein, dass ihr mich nicht hört? So. Ja, so, du, weil jetzt müsstest du mich auch besser hören. Ja, jetzt ist es besser, jetzt ist klarer. Ja. So. Okay. Ja, dann fange ich nochmal an. Ihr musstet mir nicht hinterherlaufen. Hört ihr alles ordentlich? Hört ihr den Luva? Hört ihr mich? Hört ihr das Spiel? Oder ist wieder irgendwas falsch eingestellt? Hallo? Luva? Hallo? Test, Test. 1, 2, 3. Was ist jetzt schon wieder los? Hörst du mich nicht? Doch. Hörst du mich denn? Ja, ich höre dich. Okay, was war denn jetzt gerade los? Okay, war gerade verwirrt. So, ist jetzt alles richtig eingestellt? Hört ihr alles? Weil gerade eben hatte ich ja irgendwie den Ton noch nicht eingestellt und keiner sagt mir das. Okay. So, dann fange ich jetzt nochmal an. Wir sind hier im D-Terminal. Ich hoffe, es geht so. Wenn es euch zu sehr leckt, dann müsst ihr Bescheid sagen. Dann muss ich den PC wechseln, weil ich bin jetzt an meinem Laptop. So, ja, und ich weiß halt nicht, wie weit das klappt. Es ist ruckelt ein bisschen, aber ich denke, es ist eigentlich noch okay. So, wir sind hier im D-Terminal. Hier sind wir das letzte Mal in Richtung Western Village gegangen, das war hier. Und diesmal gehen wir hier in die andere Richtung, Richtung Snowstorm Village. Und hier haben wir nämlich auch diesen einen Quest, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Hallo, Barker. You have come sooner than I thought you'd take longer. Du bist früher da, als ich dachte. Ich dachte, du brauchst länger. So, complete. This is an express train to Snowstorm Village. You'd better be ready for freezing temperatures. Train fare to Snowstorm Village is 10 a.m. If you don't want to pay that much, you shouldn't go. So, das ist ein Schnellzug Richtung Snowstorm Village. Du solltest dich bereit machen für Minustemperaturen. Die Kosten sind 10 m. Wenn du nicht so viel bezahlen willst, dann solltest du nicht dahin gehen. So, The train to Snowstorm Village in Digital World just opened, as I expected. There have been many problems since it opened. Anyway, they seem to be related to the strange activities appeared all over the digital world. Go to Snowstorm Village and pay Dr. Akihiro a visit. So. Der Zug Richtung Snowstorm Village wurde gerade erst eröffnet. Wie ich erwartet habe, sind seitdem viele Probleme da. Seitdem es geöffnet hat. Sie scheinen verbunden zu sein mit den komischen Sachen, die sich in der ganzen digitalen Welt zugetragen haben. Gehen nun zu nach Snowstorm Village und besuche Akihira Kurata. So, da sagen wir dann okay. So, ich muss euch sagen, hier gibt es noch etwas, aber da kommen wir, glaube ich, erst mit einem höheren Level hin. Ich weiß es noch nicht so genau, ich war da noch nicht. Irgendwo gibt es hier noch so ein Babytown. Genau, Village of Beginning, das hier hinten. Da werden wir aber jetzt nicht hingehen, wir gehen jetzt nach Snowstorm Village. Ja, da waren irgendwie noch höhere Digimon. So.
und wir machen uns jetzt erstmal hier in die Richtung auf. Es würde mich freuen, wenn sich noch irgendwer finden würde, weil ich wollte eigentlich mit euch ein paar Karten zünden. Ah, erst mit Level 45 kann man da rein. Okay, danke für den Hinweis. So, wir müssen 10 bezahlen und dann porten wir uns mal auf die andere Seite. Und mir läuft die Nase. Ich muss mir eben nochmal die Nase putzen. Ach. So. Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen länger Nase putzen. Dann mute ich mal kurz. Im Stream mich. Der Duva muss mich dann leider noch ertragen, aber ich glaube, der hält mein Naseputzen aus. So, ganz kurz Nase putzen. So, jetzt bin ich auch im Stream wieder zu hören. Und man sieht gerade gar nichts. So, wir sind jetzt in Snowstorm Village. Wie gesagt, wir sind auf meinem Laptop. Da, ich hoffe mal, dass der das schafft. Aber bisher ist er noch nicht besonders heiß. Das Spiel ist natürlich jetzt auf der lowsten Grafik, die es gibt. Aber ich denke mal, so ein Mega-Unterschied macht das jetzt nicht. Ja, wir haben hier die Mickey. Bei der Mickey könnt ihr natürlich wieder zurückreisen. So wie ihr das schon kennt von Western Village. Außer, dass es halt hier etwas kostet, hier hinzukommen. Hier könnt ihr eure Sachen scannen, wenn ihr so Sachen habt, die in die Klamotten reinkommen. Und hier hinten findet ihr den Rest von den ganzen NPCs. So, hier haben wir das Warehouse, das zum Scannen, das Digimon-Archiv, den Digimon-Züchtungsapparat, Ausbrütungsapparat und hier haben wir Akihira Kurata. Magst du lesen, Duva? Ja. Going to Snowstorm Village. You're so late. I'm tired of waiting for you. Du bist zu spät dran. Ich bin es leid, auf dich zu warten. Bisher geht's noch, mein Schatz. Außer, dass mir die Nase läuft. Aber ja, schreibt jemand, der ist auch erkältet. Ja, was ist denn? Soll ich beides machen? Was beides? Nudeln und Pfannkuchen oder nur Nudeln? Weiß ich nicht. Du kannst dir überlegen. Wir können auch morgen in Ruhe Pfannkuchen machen. Ja, sicher. Ja. Und dann können wir jetzt nur Nudeln mit Soße machen. So. Und dann haben wir hier noch einen Text. Da wäre ich auch, würde ich auch schnupfen und krank werden, wenn ich da so kalt überall bin. Let's Stave Off the Cold. Let's Stave Off the Cold. How on earth did it become so cold here? I have to warm up. Oh, it's so cold. Catching 8 Gabumon will warm me up. Don't you think so? Stop complaining. I'm cold too. Just do this and you can warm up your body. Come back quick. Wie zur Hölle ist es hier so kalt geworden? Ich muss mich aufwärmen. Oh, es ist so kalt. 8 Gabumon zu fangen, wird mich aufwärmen. Glaubst du das nicht? Hör auf, dich zu beschweren. Mir ist kalt. Mir ist auch kalt. Mach das einfach und du kannst dich aufwärmen. Komm schnell zurück. Ja, das wisst ihr ja noch, dass man die Felle, dass der das Fell abnehmen kann. Wahrscheinlich wie der böse Doktor dem das Fell klauen und sich daraus einen Fellmantel bauen. Oder? Damit er sich nicht mehr den Arsch abfriert. Machst du ein Weihnachtsspecial oder Silvester-Special bzw. Livestream? Weiß ich da jetzt noch nicht. Alter, das ist noch hinter Weihnachten. Das ist noch eine Ewigkeit hin. Das weiß ich natürlich noch nicht. Chris, rutsch du bitte mal und machst du mal Essen. Ja, mit Soße. So. Hä? Ach, kannst doch nur Soße machen. So, ich habe Digimon-Karten. Und ich denke mal, das kann man zu dritt machen. Das heißt, wir können auf jeden Fall jetzt noch heute, ich weiß nicht, ob wir jetzt mal ein, zwei schmeißen. Oder später ein paar Digimon-Karten schmeißen. Aber ich wollte jetzt gerade erstmal angeben,
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil mein Freund sowieso nicht Digimon spielen wird, habe ich mich gestern dazu entschlossen, dass das mein Hauptcharakter wird, die Fiodora. Das heißt, ihr werdet mich ab und zu auch mal so im Spiel sehen. Heißt aber nicht, dass ich allen begeistert antworte, weil ihr wisst, ich bin, ja, wenn ich nicht gerade streame, schreibfaul und kommunikationsfaul. Also da nicht böse sein. Ihr könnt dann einfach im nächsten Stream sagen, ah, ich habe dich da und da gesehen. Ich habe einfach mal, deswegen bin ich auch so komisch am Leuchten, den ganzen Scheiß, den ich jetzt über die Jahre, seitdem ich den Charakter habe, angesammelt habe, habe ich einfach mal eingesetzt. Und dementsprechend habe ich jetzt hier überall so Cash-Items. Die habe ich alle gesammelt, bei verschiedenen Events kamen die immer und waren alle in meinem Dingenshaus angesammelt. Und ja, ich habe auch mal ein bisschen Geld ausgegeben für Digimon. Ich habe den, ja, sozusagen den Monatseinkommen von meinem Kanal, habe ich jetzt mal in Digimon gesteckt. Ich habe hier mir diese Inventory Expansions geholt und auch diese Archive Expansions, diese Packages habe ich mir geholt. Da habe ich nämlich jetzt auch hier ein bisschen mehr Platz. Und auch in meinem Storage habe ich jetzt mehr Platz, sodass ich nicht ständig volllaufe. Da könnt ihr sehen. Und ja, wenn jemand mir Evolta spendieren mag, ich habe noch 4 und mir fehlen noch 4. Oh, ist das toll, ihr hört dann Christoph im Klo. würde ich hier, habe ich hier auch ein paar Digi-Eier, die ich im Austausch euch anbieten könnte. Also ich habe gerade irgendein Problem mit meinem PayPal. Und mir fehlen noch ein paar Evolta. Nämlich, ich habe nämlich jetzt hier das Ei vom, oh, jetzt wird's peinlich, vom Pujan, genau. Pujan hatte mir ein Ei geschenkt, mit dem Digimon, was ich total gerne haben wollte. Das ist nämlich dieses Digimon hier. Das ist ein Ryodamon. Und, das habe ich dann mal eben über die Nacht, echt von gestern Abend bis heute, mal eben hochgezogen auf 47. Durch die ganzen Bonus-Items, die ich jetzt hier habe. Die gelten alle nur 7 Tage, aber ist ja nicht so schlimm. Für die 7 Tage habe ich jetzt momentan hier Spaß ohne Ende. Ich kann euch ja mal die Evolutionsstufen dafür davon zeigen, soweit wie ich jetzt noch schon komme. Das hier ist die nächste Stufe von dem Drachen. Und dann noch die Stufe danach. Champion. Ultra, genau, Ultra. So, Mega kann ich noch nicht, weil mir da noch 4 Evolta fehlen. Also, wenn jemand mich sponsern will, würde ich mich freuen. Ansonsten muss ich gucken, wie ich an die blöden Evolta noch rankomme. Die anderen habe ich nämlich alle gesammelt über die Zeit bei irgendwelchen Events. Aber leider braucht man hier, ja, sehr viele Evolta. Man kann wohl später auch auf den Digimon reiten. Das habe ich mir alles heute Nacht angelesen. Deswegen habe ich auch, mir diese einen blöden Dinger geholt. Ich weiß gar nicht, wo sind die denn hier? Irgendwo sind es so 2 Items, die braucht man, damit man auf dem reiten kann. Ich weiß nicht, irgendwo in meinem Storage müssten die rumgammeln. Ja, und so habe ich jetzt auch hier mal ein anderes Digimon. Aber ihr seht, das ist jetzt noch nicht viel höher als mein Digimon aus dem Let's Play. Aber wenn ihr das seht, das bin ich dann auch mit dem anderen Digimon. So, ich werde aber jetzt natürlich die Hanna erstmal weiter benutzen, damit wir hier alle zusammen weiter leveln können. Vielleicht später, wenn wir in den anderen Levelbereich kommen sollten und ich noch nicht weitergespielt habe, dann werde ich das andere Digimon benutzen. So, das Praktische an den Standard-Digimon ist, dass ihr nicht, so wie ich, da jetzt bei dem neuen Digimon Evolta braucht, sondern dass alle Stufen schon freigeschaltet sind. So. Ich habe auch ein bisschen mich getuned hier unten, ein bisschen was nachgelesen, ein bisschen was aufgeräumt, sodass ich nicht mehr ganz so chaotisch hier rumeier. Und ich würde dann mal vorschlagen, dass ich dann doch, dass ihr euch dann mal fertig macht und ich eine Karte mal schmeiße. Ich habe 3er- und 4er-Karten. Ich würde sagen, ich fange erstmal mit einer. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich habe doch nicht 20 3er-Karten, oder? Heiliger Scheiß. Okay, die werde ich nicht alle heute schmeißen. Das wäre ein bisschen lang. Aber ein paar können wir schmeißen.
Und dann fangen wir doch mal an. Mal gucken, was da wo spawnt. 37. Alle drauf. Bei den Digimon habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Da können auch Evolter fallen gelassen werden oder so mysteriöse Digi-Eier. Und die können beim Scannen auch Evolter erhalten. Aber Schwein hatte ich da noch nie. Also Glück hatte ich da noch nie in der Richtung. Ich meine, ich hätte irgendwann auch mal gelesen, dass die erst mit höherem Level kommen. Aber ich weiß es nicht genau. So. Okay, auf das nächste drauf. So. Tut mir leid, ich sammle das Zeug hier gerade mal ein. Ich habe gerade die Party umgestellt, das hatte ich nämlich noch vergessen. Jetzt bekommt jeder immer was. So. Tja, Future Game, ich würde sagen, da hast du einfach Pech gehabt. Manchmal ist es einfach so, dass man total viele Klassenarbeiten und so innerhalb von einer Woche hat. So. Okay, das ging ja ganz gut. Ey, ich hab... Wie kann das sein, dass ich so viele von diesen blöden Karten habe? Ja, ich würde sagen, dann schmeißen wir noch welche. Das ging ja nämlich sehr schnell. Nicht Request for Party. Ich habe auch noch eine. Achso, ja, dann schmeiß deine mal. Okay, auf das... Das hat schon jemand anders. Okay. Auf das Viech mit Gebrüll. Ja, aber mit 14 droppen die überhaupt noch was? Weil wir sind ja viel zu hoch. Wir sind ja... Oh Gott, das Tarnemon sollen wir töten. Okay, dann töten wir mal das Tarnemon. So. Ich dropp mit 90, wenn mein Wemon killt, was? Hey, ein Digicore! Mit 50 davon kriegt man übrigens auch einen Evolter. Okay, es wird geschrieben, dass auch viele andere so viele Arbeiten in einer Woche mal geschrieben haben. Scheint also ab und zu einfach mal vorzukommen. So. Okay, dann schmeiß ich jetzt noch mal eine Karte. Da. Also macht das keinen Unterschied, welche Karte das ist, weil ich habe auch noch Zweierkarten, die können wir auch noch schmeißen. So, bevor wir uns gleich mal auf so ein Gabumon stürzen da. So. Wüsste ich eigentlich gerne auch nochmal, was man am besten macht. Ob man am besten das höhere oder das niedrigere von diesen Angriffen skillen soll. Ich weiß da nie, auf was ich skillen soll. Ich habe gesehen, zum Glück kann man es alles mit den Cash-Items wieder rückgängig machen. Wenn man das sich da vertan hat. Das höhere, okay. So. Oh, das eine hat sich schon in Luft aufgelöst. Okay, bis gleich. Seppi. Seppi ist gerade mal AFK. So, mit dem nächsten Level müssten wir uns eigentlich dann auch in die nächste Form verwandeln können. Kannst du das schon, Duva, oder noch nicht?
In welche? In. In die Mega müsste man sich doch mit 41, oder war das nicht so? Ich glaube, Mega kann ich noch nicht. Okay. Schmeißt du deine mal, Duvo? Okay. Ja, mit 41. So. Ach, kurz weg, kurz da. Entschuldigung, ich habe gerade gelesen. Ja, nach der Karte würde ich sagen, geben wir dann aber mal die Gabum uns klatschen kurz. So. Und schnell den Kram einsammeln. Und da ist noch ein Karten-Digimon links von uns. Das schaffen wir auch noch. Bisher kam ja doch ein Digicode kommt schon bei rum. Ich habe heute Mittag und morgen alle Leute auf der ganzen Map kennengelernt. Weil wenn man da irgendwie versucht, eine Party zu finden in Digimon, oh Gott. Ständig geht einer raus, da geht einer raus, da geht einer raus, keine Ahnung was. So, dann würde ich sagen, killen wir mal eben die Gabumon. Die sind hier. 33 sind die. Also ihr könnt so mit Level 30 schon hier hin, aber wir hatten ja erstmal die Quest bei der Ölraffinerie fertig gemacht. Deswegen sind wir jetzt hier ein bisschen overpowered über den Viechern. Aber es macht ja nichts. Wir holen mit den Quests ja ziemlich schnell auf. Vielleicht lassen wir dann die Subquests bleiben und machen nur die Mainquests. Weiß ich jetzt noch nicht. Das hatte ich ja letztes Mal auch schon gemacht, weil wir da ja auch schon viel zu hoch für waren. So, ich habe auch nochmal nachgelesen. Also wenn man 9 Stufen über dem Digimon ist, dann kriegt man keine Erfahrung mehr und auch nichts mehr gedroppt. Das kann man alles in der deutschen Digimon-Wiki nachlesen. Teilweise ist die deutsche Digimon-Wiki sogar besser als die englische. Teilweise stehen da mehr Artikel drin und mehr Infos. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend. So, wir haben gerade mal 2. So. Das Coole an, ich habe so ein super XP-Ticket da, was ich auch irgendwann mal bekommen hatte durch irgendein Event, keine Ahnung was. Deswegen gehen meine DS momentan nicht runter. Das heißt, ich muss nicht ständig aufpassen, dass mein Digimon sich zurückdigitiert. Ihr wisst, dass ich immer am Pennen bin. Ja. Aber wenn ihr mit mir in einer Party seid, könnt ihr euch trotzdem darauf freuen, dass ich immer noch etwas verpeilt bin. Weil mein Digimon ab und zu einfach mal so umfällt. Ja, die Aura war auch irgendwie in meinem. Keine Ahnung drin. Der gehört gar nicht zu uns. Noch 2, dann haben wir die Quest erledigt. Wie viel Level gibt es bei Digimon? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich hätte gelesen, dass es jetzt bis 90 geht. Stimmt das hier? Mai Verashia ist ja bei uns hier gerade der Experte. Ah, okay. Bis 90. Okay, dann habe ich es richtig gelesen. So, nur noch das eine Gabumon. Und dann haben wir den Quest erledigt. Das ist schon erledigt, das Viech. Dann gehen wir den Quest mal eben abgeben. Huch. Ach, wir sind ein bisschen nach rechts abgeglitten. Stört euch das Geruckel oder ist das okay? Müsst ihr mal sagen. Ist halt besser, wenn ich an meinem PC streame, weil dann komme ich nicht mit dem Chris mehr in die Quere. Wo magst du lesen? Ja. I've warmed up enough, but have nothing to do now, so I'm still cold. I have to begin my research soon. Oh, it's cold. Na, der hat auch nichts anderes zu denken. Ich habe mich aufgewärmt, aber ich habe jetzt nichts zu tun. Also ist mir immer noch kalt. Ich muss meine Forschung bald beginnen. Ah, es ist so kalt. Okay. Okay. Wachst du es auch noch?
Ja. I need a fur coat. Oh, so cold, I can't stand it. I can't do my research properly. I don't have any thick clothes. I will need that fur coat Gabumon wears draped over him. Take and bring back the fur coat Gabumon wears around. I'll handle the rest myself. Es ist so kalt, ich kann es nicht aushalten. Ich kann meine Forschung nicht gescheit machen. Ich habe gar keine dicken Klamotten. Ich brauche einen Mantel, oder den Gabumon trägt. Bring mir den Mantel, Gabumon trägt. Ich erledige den Rest mal selbst. Ja, will tatsächlich den Pelzmantel Ja. haben. Er macht sich einen Pelzmantel aus dem Arm Gabumon. Beziehungsweise er klaut ihm einfach seinen Mantel, weil wer Digimon schon mal gesehen hat, weiß, dass in der ersten Staffel Gabumon einmal sogar den Mantel ablegt und den Mantel, ich weiß gar nicht, wem gibt er den Mantel denn? TK, glaube ich, weil der am Frieren ist, oder? Weiß das jemand noch? Matt bekommt den Mantel. Okay. TK war dann wohl noch nicht dabei. Und ja, der wird dann aufgewärmt. Ich habe auch jetzt gesehen, das wusste ich vorher noch gar nicht, dass es neue Tamer gibt. Das haben sie letztens wohl hinzugefügt. Es gibt da jetzt auch diese dunklen Digimons. Da wurde ja schon gesagt, so, ach, wieso weißt du das denn nicht? Die gibt es doch schon viel länger. Ja, das kommt davon, wenn man halt nicht immer aufpasst. So. Ich weiß, dass das der Bruder ist, aber ich weiß ja nicht, ob der den Mantel bekommen hat oder wer das nochmal war. Ich hoffe mal, dass die hier bald mal ihre Pelze fallen lassen. Ja, wie gesagt, das ist etwas schwierig, weil wir ein bisschen zu hoch sind. Für die Viecher. Hier genau, vielleicht sollten wir uns mal die dann annehmen. Da sind wir nur 7 Level drüber. Das heißt, da könnten wir ein bisschen höhere Chancen haben, dass die noch was droppen. Der Anzug, den ich anhabe, der ist übrigens vom aktuellen Event. Wenn ihr 90 Minuten eingeloggt seid, dann bekommt ihr diesen schönen Ninja-Anzug und damit könnt ihr schneller laufen. Dann seid ihr nicht mehr ganz so lahmärschig. So. Nur freitags bekommt man den. Okay. Ja, da. Zum Glück seid ihr besser informiert als ich. Da könnt ihr mir dann immer die Informationen zuschmeißen. Bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Tschüss, Seppi. So. Hä, schlägt das Viech? Das sah gerade so aus, als ob das Viech auch noch auf mich einschlägt. Ich habe noch kein einziges Fell gedroppt bekommen. Aber es ist eine Hauptquest. Mein Ryodamon ist übrigens 4 von 5. Aber das ist auch nur, weil ich, wie gesagt, das Ei geschenkt bekommen habe von Pujan. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, Pujan, für das Ei. Ich habe es jetzt endlich schlüpfen lassen und schon gelevelt. So. Hast du schon ein Fellstück bekommen? Ja, eins. Eins, okay. Das heißt, wenn du gleich zwei hast, dann fange ich an zu sammeln und dann hast du drei und dann habe Dann ich hast du, acht. ja, genau. Ganz genau. So wie wir das Ich habe bisher zwei, immer also machen. musst du jetzt gleich drei bekommen. Ja, drei auf einmal. Notfalls müssen wir gleich mal einen Channel wechseln, wenn hier alle so wild am Spielen sind. Dabei sehe ich hier gar nicht so viele. Ist gar nicht so bewohnt, aber trotzdem so wenig Digimon. Und da ist das erst. Kann man irgendwie die Uhr nachstellen nach diesen Drop-Items? Verrückt.
kann mir jemand erklären, was dieser riesige Pinguin hier hinten am Horizont macht? Den habe ich nämlich jetzt entdeckt, dass ich hier am Leveln war und dachte so, boah, was ist das für ein fetter Pinguin? Übrigens gibt es auch in der deutschen